Ja gut, also guten Morgen. Willkommen zur zweiten Woche dieser Lehrveranstaltung. Ein Kollege hat mich gerade darauf hingewiesen, dass es eine Facebook-Seite gibt für alle Erstsemestrigen. Da können Sie sich austauschen, beschweren und so weiter. Also ich schaue da nicht rein, aber das ist für Sie was. Und alle sind herzlich willkommen, sich das anzuschauen und da mitzumachen. Gut, also wir haben jetzt die Funktionen und die Vektoren, Pinguin, und die Vektoren hinter uns. Und jetzt wollen wir uns heute, vielleicht werden wir damit heute fertig oder sonst machen wir morgen weiter, mit der Differenziation beschäftigen. Wir wollen lernen, was eine Ableitung ist, wie wir eine Ableitung berechnen, wozu wir Ableitungen verwenden können. Wir werden auch was von partiellen Ableitungen hören. Wer von Ihnen weiß, was eine Ableitung ist? Ah ja, alle. Fast alle. Wer von Ihnen weiß, was eine partielle Ableitung ist? Auch viele. Gut, also sowas haben schon einige von Ihnen gesehen. Ja? Also die es nicht gesehen haben, es ist nicht schwierig, es ist im Wesentlichen dasselbe wie eine ganz normale Ableitung. Aber was ist die ganz normale Ableitung? Also das Ganze läuft unter dem Stichwort Differentialrechnung. Das ist das Kapitel Nummer 3 im Skriptum. Und da wollen wir uns damit beschäftigen, wie sich Funktionen zeitlich oder räumlich ändern. Eine zeitliche Änderung, mit der Sie sich in der Mechanik gleich beschäftigen werden, ist die zeitliche Änderung des Ortes. Wenn ich mich von hier nach hier bewege, dann ändere ich meinen Ort. Und ich möchte gern quantifizieren, wie schnell ich das mache. Und das machen wir natürlich mit der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist die Änderungsrate des Ortes. Die Geschwindigkeit sagt mir, wie weit ich pro Zeit komme. Das Ganze könnten wir darstellen, wenn wir wollen, in einem Raumzeitdiagramm, wo wir den Ort, nennen wir den Ort S, also hier ist S 0, 1, 2, 3, das könnte man als Koordinatensystem auffassen. Und ich stelle mir vor, dass ich zur Zeit T1 am Ort S1 mich aufhalte und dass sich dann der Ort ändert. Und zwar der Ort ändert sich hier in diesem Beispiel, das wir uns vorstellen, gleichförmig. Das heißt, ich bewege mich mit einer gleichförmigen Geschwindigkeit von hier nach hier. Und die Geschwindigkeit in diesem Beispiel, die Geschwindigkeit V, ist definiert als Strecke, das ist die hier, S2 minus S1, dividiert durch die Zeit, die hier, also T2 minus T1. Also S2 minus S1 durch T2 minus T1, das ist die Geschwindigkeit. Wenn ich mich um einen Meter weiter bewegt habe und eine Sekunde zu verstrichen ist, habe ich mich mit einer Geschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde weiter bewegt. So, das ist ganz einfach, wenn die Geschwindigkeit gleichförmig ist, wenn ich mich mit der gleichen Geschwindigkeit weiter bewege. Aber was ist, wenn ich eine beschleunigte Bewegung mache? Eine beschleunigte Bewegung ist eine Bewegung, bei der sich die Geschwindigkeit ändert. Ich gehe langsam los und werde dann immer schneller. Dann schaut das Raumzeit- oder das Wegzeitdiagramm vielleicht so aus. Hier die Steigung dieser Kurve ist ja die Geschwindigkeit, nicht? Ist der Abschnitt auf der Y-Achse oder die Entfernung durch die Zeit. Wenn ich langsam weggehe und dann immer schneller werde,
dann kann ich diese Definition der Geschwindigkeit weiterverwenden, aber das gibt mir dann die Durchschnittsgeschwindigkeit in diesem Zeitintervall an. Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit dem Auto auf der Autobahn durch eine Section Control Stelle durch, dann schaut diese Stelle, dieses System, wann Sie durch eine Schranke durchfahren und wie viel später Sie durch die nächste Schranke durchfahren und berechnet daraus die mittlere Geschwindigkeit Ihres Autos in diesem Intervall, in diesem Abschnitt. Aber Sie könnten ja in der Zwischenzeit beschleunigen, dann langsamer fahren oder schneller fahren. Das kriegt das System nicht mit, weil es nur hier und hier misst. Und nur insgesamt misst, wie viel Strecke Sie zurückgelegt haben, in welcher Zeit. Aber das ist nicht die Geschwindigkeit, die Sie auf Ihrem Tachometer messen würden. Nicht? Zum Beispiel hier an dieser Stelle, zum Zeitpunkt, nennen wir den Zeitpunkt D'. Welche Geschwindigkeit haben Sie da? Sie können diese Geschwindigkeit bestimmen, indem Sie ein kleines Intervall wählen, also meinetwegen T', T' und T' plus Delta T, und den Ort an diesen beiden Punkten bestimmen. Ja, Sie machen dasselbe wie hier, nur kleiner. Sie haben hier dann ein Delta S und ein Delta T. Ja, dieser kleine Abschnitt, diese Geschwindigkeit V, lassen Sie mich das so schreiben, Delta S durch Delta T, gibt Ihnen dann die mittlere Geschwindigkeit in diesem kleinen Intervall. Und jetzt machen wir den Trick, dass wir das Delta T immer kleiner werden lassen. Wir sagen, wir schicken Delta T, deswegen habe ich hier Platz freigelassen, Delta T gegen 0. Wenn wir das tun, dann erhalten wir die Momentangeschwindigkeit in diesem Punkt. Wenn wir diesen Grenzübergang durchführen, dann erhalten wir nicht die Sekante, wie in diesem Beispiel hier, sondern die Tangente an die Kurve. Und das ist die Momentangeschwindigkeit. Das ist die Geschwindigkeit, die Sie in Ihrem Auto auf dem Tachometer sehen würden. Sie sehen ja nicht die mittlere Geschwindigkeit, sondern die Momentangeschwindigkeit. Machen wir das allgemeiner mit einer Funktion. Betrachten wir eine Funktion, y ist gleich f von x. Und wir definieren jetzt für diese Funktion eine Größe, die wir den Differenzenquotienten nennen. Differenzenquotient. Betrachten wir den Graphen dieser Funktion und schauen wir uns wieder die Funktion an einer Stelle x1, an einer Stelle x an. Und an einer Stelle, wenn Sie wollen, x plus Delta x weiter. Wir haben dann hier einen Funktionswert f von x und hier einen Funktionswert f von x plus Delta x. Und jetzt definieren wir uns den Differenzenquotienten, nennen wir ihn m von x. Und der ist f von x plus Delta x minus f von x. Durch Delta x. Also was ist das Delta x? Ja, das Delta x ist ganz einfach diese Strecke hier, dieser Abschnitt. Und das Delta f ist nichts anderes als diese Differenz da. Also das f an der Stelle x plus Delta x minus dem f an der Stelle x. Dieser Ausdruck hier, dieser Differenzenquotient, der gibt mir die Steigung der Sekante. Der gibt mir die Steigung dieser Linie hier, die durch den Punkt geht und den Punkt geht. Ja. Das ist aber nicht die Steigung der Kurve. Nicht? Das ist sowas wie die mittlere Steigung dieser Kurve, aber nicht die Steigung der Kurve. Wenn um die Steigung der Kurve zum Beispiel am Punkt X zu kriegen, dann müssten wir von der Sekante, die Kurve schneidet,
zur Tangente übergehen, die sich an die Kurve an dieser Stelle hier anschmiegt. Und an dieser Stelle die gleiche Steigung hat wie die Kurve selber. Der Differenzenquotient gibt mir die Steigung der Orange, der Sekante. Um die Steigung der Tangente zu kriegen, muss ich den Limes durchführen, Delta x gegen 0 von f von x plus Delta x minus f von x durch Delta x. Und das hier ist, was man die Ableitung der Funktion nennt. Die Ableitung der Funktion, man schreibt sie zum Beispiel als, es gibt verschiedene Schreibweisen, als f' von x oder df von x nach dx, das ist dasselbe. Das ist die Ableitung der Funktion f von x. Und die Ableitung der Funktion f von x an der Stelle x ist nichts anderes als die Steigung der Funktion, des Funktionsgraphen an dieser Stelle. Und diese Steigung ermitteln Sie, indem Sie ein kleines Stück hier abschneiden auf der x-Achse und dann schauen, wie viel sich die Funktion verändert hat. Und Sie machen dieses Delta x einfach immer kleiner. Durch diese Grenzwertbildung erhalten Sie die Ableitung. Und weil die Ableitung eine Funktion, weil die Funktion selber eine Funktion des Ortes ist, von x ist, ist auch die Ableitung im Allgemeinen eine Funktion von x. Die Ableitung hier an dieser Stelle wird anders sein als an dieser Stelle und anders sein als dies an dieser Stelle. Nicht, weil hier ist die Ableitung groß, die Steigung groß, hier ist sie kleiner und hier ist sie noch kleiner. Steigung kann natürlich auch negativ sein. Dann ist die Ableitung der Funktion an dieser spezifischen Stelle negativ. Also Schreibweisen haben wir hier das f' und das df dx. Schauen wir uns ein Beispiel an. Wählen wir die Funktion f von x ist gleich, nehmen wir x² plus 1. Was ist für diese Funktion der Differenzenquotient? Was setzen wir das ein hier in diesen Ausdruck? Das m von x für dieses Beispiel das f von x für dieses Beispiel ist das x plus Delta x zum Quadrat plus 1, ja, das ist das, der Term hier, minus x Quadrat plus 1. Das ist das f von x plus dx und das ist das f von x und das Ganze muss ich dividieren durch Delta x. So, jetzt rechne ich dieses Quadrat aus, das ergibt mir x Quadrat plus 2 Delta x mal x plus Delta x zum Quadrat plus 1 minus x Quadrat minus 1. Sie sehen, da geht schon einiges weg. Das kürze ich mit dem. Den 1, einen 1 habe ich vergessen, der ist da. Das mit dem. Und übrig bleibt. Und übrig bleibt 2 Delta x mal x plus Delta x Quadrat dividiert durch Delta x und das ist 2x plus Delta x. Das ist der Differenzenquotient. Sie sehen, der Differenzenquotient hängt noch von Delta x ab. Jetzt schicke ich aber Delta x gegen 0. Was passiert denn dann mit dem Differenzenquotient? Dann geht das gegen 0, aber das bleibt übrig. Also dann habe ich jetzt ausgerechnet, dass die Ableitung f' von x, sehen Sie, das ist das. Weil die Ableitung ist ja definiert als der Grenzwert des Differenzenquotienten, den man dann Differentialquotienten nennt. Differentialquotient, Ableitung, das ist dasselbe. Also ist das 2x. Sie erinnern sich von der Schule, ja, wenn f' x² ist, also wenn wir das ableiten, dann ergibt mir das 2x, eine Konstante abgeleitet ergibt 0, das ist genau das, was wir hier gefunden haben. Also die einzelnen Ableitungen der Funktionen, die wir noch sehen werden, das ist nicht was, was ich dazu erfinden muss. Das ergibt sich
Das ergibt sich aus der Definition, der Ableitung. Eine andere weitere Größe, die ich noch erwähnen möchte, ist die des Differentials. Also Differential. Hier kann ich jetzt mathematisch wirklich nicht sehr exakt sein. Das Differential df einer Funktion ist die Ableitung der Funktion mal dem dx. Das Differential sagt mir, um wie viel ändert sich die Funktion, wenn ich den x-Wert etwas um wenig ändere. Ja, die Proportionalitätskonstante ist natürlich die Ableitung. Weil wenn ich hier bin und ein bisschen nach rechts gehe, dann gehe ich ein bisschen rauf auch und umso mehr, je größer die Ableitung ist. Das ist ja nur, wenn Sie das mathematisch nicht sehr genau nehmen, dann habe ich ja nichts anderes getan, als gesagt, okay, das ist gleich dem und jetzt multipliziere ich beide Seiten mit der x und kürze es hier und kriegst dann hier nach oben. Das ist das Differential, das wird dann noch eine wichtige Rolle spielen bei den Funktionen von mehreren Variablen. So. Muss eine Funktion unbedingt einen Differentialquotienten haben? Oder gibt es Funktionen, wo dieser Grenzwert hier nicht existiert? Man sagt, diese Funktionen sind dann nicht differenzierbar. Was ist denn zum Beispiel, also schauen wir uns die Differenzierbarkeit an von Funktionen. Ich möchte das nur grafisch diskutieren. Was ist mit der Funktion hier? Können wir uns überlegen, wie hier ungefähr die Ableitung ausschauen müsste. Also das ist jetzt f von x, das ist x und das ist, da schreiben wir f von x her. Und wie schaut es aus, wenn wir die Ableitung aufzeichnen von dieser Funktion? Schauen wir es jetzt an, ganz qualitativ. Ja. Hier ist die Steigung negativ. Ja, die Funktion, die geht nach unten. Hier ist die Steigung der Tangente negativ. Also hat die Ableitung, muss hier einen negativen Wert haben. Da ist sie stärker negativ als da. Hier passiert irgendwas. Also da ist die Funktion überall negativ. Schaut vielleicht ungefähr so aus. Ja, da hat es ungefähr eine konstante Steigung. Vielleicht hätte ich es so zeichnen sollen. Ja, so ungefähr. Hier auf der rechten Seite, rechts von diesem Punkt, ist die Steigung der Kurve positiv. Ja, da geht es überall bergauf. Also da wird die Steigung, wird aber flacher. Also wird es ungefähr so ausschauen. Die Ableitung dieser Funktion wird ungefähr so ausschauen. Aber an dieser Stelle existiert der Grenzwert nicht. Da hat die Ableitung einen Sprung. Die Ableitung hier ist nicht stetig und man sagt, an dieser Stelle ist die Funktion nicht differenzierbar, weil ich eine andere Ableitung kriege, wenn ich mich von oben näher oder von unten. Wenn es einen Knick gibt, dann ist die Funktion an dieser Stelle nicht differenzierbar. Ja, weil am Knick, an dieser Stelle hier, weiß ich nicht, wie ich die Tangente anlegen soll. Ich könnte sie so anlegen, von der Seite, aber dann kriege ich was anderes, als wenn ich sie da anlege. Also an dieser Stelle existiert der Grenzwert nicht. Die Funktion ist zwar stetig, ja, ich kann die schön zeichnen, ohne abzusetzen, zack, zack, aber sie ist nicht differenzierbar. Es gibt also stetige Funktionen, die sind nicht differenzierbar. Wenn die Funktion differenzierbar ist, dann ist sie auch stetig. Also das Umgekehrte gilt schon. Funktionen, die nicht stetig sind, sind auch nicht differenzierbar. Wenn ich eine Funktion habe, die einen Sprung hat, zum Beispiel die Funktion hier, dann ist sie hier nicht stetig und hier ist sie auch nicht differenzierbar.
Also da müssen Sie aufpassen, eine Funktion muss nicht überall differenzierbar sein. So, jetzt können Sie mit Hilfe dieser Definition sich überlegen, wie die Ableitungen für verschiedene Funktionen ausschauen. Und das müssen Sie irgendwie sich merken, das müssen Sie einüben, weil Sie oft in der Lage sein werden, in einer Situation sein werden, wo Sie Funktionen ableiten müssen. Und dann müssen Sie zum Beispiel wissen, dass die Ableitung von x auf n, die ist, was ich da mache, das ist n mal x hoch n minus 1. Also die Hochzahl verringert sich um 1 und die Hochzahl, die ziehe ich davor vor das x hin. Wir können das jetzt so ableiten, wie wir es da gemacht haben, aber ich will das nicht für alle Funktionen machen. Ich schreibe Ihnen nur ein paar wichtige hin. Weitere finden Sie im Skriptum oder in Formelsammlungen. Da will ich jetzt nicht darauf herumreiten. Wenn ich eine Konstante habe, dann ist die Ableitung davon 0. Das können Sie auch ganz leicht grafisch sehen. Wenn Sie eine Konstante haben, der Funktionsgraph schaut so aus, dann ist die Ableitung davon natürlich 0. Die Kurve ist komplett, diese Linie ist horizontal und deswegen ist die Ableitung 0. Wenn Sie hier die Winkelfunktionen haben, dann wissen Sie vielleicht das noch aus der Schule. Falls nicht, dann müssen Sie das einfach jetzt akzeptieren. Das ist die Ableitung vom Sinus ist der Cosinus, vom Cosinus ist der Minus Sinus. Die Ableitung von der Exponentialfunktion e hoch x, die hat die magische Eigenschaft, dass ihre Ableitung gleich der Funktion ist. Das könnte man auch als eine Definition der Exponentialfunktion auffassen. Wenn Sie hingegen einen Exponenten haben, der sich von e unterscheidet, zum Beispiel einen ganz allgemeinen a hoch x, dann ist die Ableitung Logarithmus von a mal a hoch x. Und zwar der natürliche Logarithmus. Also das ist fast dasselbe, nur dass ich dann noch, ich zeige Ihnen dann, warum das so ist, wenn wir über die Kettenregel sprechen. Aus der Definition der Hyperbelfunktionen sehen Sie ganz einfach, dass die Ableitung vom Sinushyperbolikus der Cosinushyperbolikus ist. Zur Erinnerung, der Sinushyperbolikus, schaue ich das hin, Sinushyperbolikus von x ist e hoch x minus e hoch minus x, halbe. Und wenn Sie das differenzieren und die Regeln da benutzen, und noch eine Regel, die ich Ihnen noch sagen werde, dann sehen Sie, dass auch gilt, dass der Cosinushyperbolikus von x gleich dem Sinushyperbolikus von x ist. Eine andere wichtige Regel ist, dass die Ableitung vom Logarithmus ist 1 durch x. Okay, ist eigentlich die... Ja, passt. Mehr Ableitungen können Sie aus Formelsammlungen finden oder selber bestimmen mit Hilfe von Differenziationsregeln. Es gibt natürlich, ich kann eine Funktion nicht nur einmal ableiten, sondern auch zweimal oder dreimal oder viermal, beliebig oft. Ja. Weil die Ableitung einer Funktion ist ja wieder eine Funktion. Ja, wenn Sie x hoch 5 ableiten, dann kriegen Sie x 5 mal x hoch 4 heraus und das ist wieder eine Funktion. Und diese Funktion, die kann man auch wieder ableiten. Und dieses mehrfache Ableiten, Ableitungen, das führt Sie zu den sogenannten höheren Ableitungen. Sie bilden davor gegeben ist eine Funktion f von x, dann bilden Sie die erste Ableitung, indem Sie diese Funktion ableiten. Sie können diese Funktion dann noch einmal ableiten. Ich schreibe es jetzt so, was meine ich damit? Als Schreibweise für die Ableitung finden Sie auch oft Folgendes. ddx angewendet auf f von x.
Das ist genau dasselbe wie das. Nur, dass ich halt da das F nicht oben in, als Zähler, zum Zähler dazu schreibe, sondern so. Das macht deutlich, dass es sich hier um einen sogenannten Operator handelt. Der Operator ist nichts anderes als irgendeine Operation, die ich auf ein Objekt anwende. Und hier ist die Operation die Differenziation und das Objekt, auf das ich die Differenziation anwende, ist diese Funktion f. Aber das bedeutet nichts anderes als das. Das bedeutet, leite f nach x ab. Und jetzt kann ich dieser Ableitung nicht nur die Funktion zum Fraß vorwerfen, sondern auch die Ableitung. Und das nennt man dann die zweite Ableitung. Schreiben tut man das als d2f nach dx². Ich kann genauso gut auch die dritte Ableitung bilden, indem ich die zweite Ableitung noch einmal ableite, d2f nach dx². Das ist dann d3f dx hoch 3. Das schreibt man auch als f, können Sie schreiben als f Strich 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 von x, und das wäre das f Strich Strich gewesen. Mehr als drei Striche benutzt man üblicherweise nicht. Wenn ich mehr als die dritte Ableitung bilde, zum Beispiel die vierte, d4f nach dx hoch 4, dann schreibt man das als f mit einem 4 in einer Klammer. Damit meint man die vierte Ableitung. Sie können die fünfte Ableitung bilden und so weiter und so fort. Ja. Machen wir ein Beispiel. Leiten wir die Funktion f von x ist gleich x hoch 3, hoch 3 ab. Was ist denn ein f'? Schauen wir in der Tabelle nach. Hier ist n gleich 3, gleich die erste Zeile. Also ist das 3 mal x². Die zweite Ableitung. Was ist die zweite Ableitung? Um die zweite Ableitung zu bilden, bilde ich die Ableitung von dem. Die Faktorregel, die wir gleich kennenlernen werden, sagt mir, wenn ein Faktor vor einem Term steht, dann kann ich den einfach stehen lassen. Und jetzt muss ich noch x² ableiten. Wenn x², was ist? Quadrat abgeleitet ergibt, ist 2x. Also habe ich da 2x, ist 6x, und wenn ich das noch einmal ableite, also f3' von x, ist dann die Ableitung von dem, das ist 6. Und was ist die Ableitung von, die vierte Ableitung wäre dann die Ableitung einer Konstanten, und die ist 0. Und alle höheren Ableitungen sind dann auch 0. Ja. Wenn ich einmal 0 habe, dann hört es sich auf. Dann ist jede weitere Ableitung auch 0. Ist aber nicht immer so, das ist nur bei Potenzen so. Hier führt das Ableiten, also konsekutives Ableiten, irgendwann einmal auf 0. Aber wenn Sie sich die Winkelfunktionen anschauen, Entschuldigung, dann ist das nicht so. Dann geht es vom Sinus auf den Cosinus, dann leiten Sie den Cosinus ab, aufpassen auf die Vorzeichen, kriegen Sie wieder einen Sinus, dann kriegen Sie wieder ein Cosinus, Sinus, Cosinus, jeweils mit anderen, mit Plus, Minus Vorzeichen alternierend, aber da hört es nie auf, nicht? So, diese höheren Ableitungen, die können Sie auch schön verwenden, um Maxima und Minima von Funktionen zu bestimmen, sogenannte Extrema, und Sie können sie auch, davor wollte ich Ihnen noch was sagen über Differenziationsregeln. Ganz allgemeine Differenziationsregeln. Diese Regeln sind, die folgen auch aus der Definition des Differentialquotienten und müssen nicht extra dazu erfunden werden, aber man muss natürlich zeigen, dass diese Regeln zutreffen. Ich will es nicht bei allen machen, aber bei einer oder zwei will ich Ihnen zeigen, warum diese Regel eigentlich gilt. Faktorregel hatten wir schon. Faktorregel sagt mir, wenn ich eine Funktion habe, f,
Ich verwende jetzt eine verkürzte Schreibweise, weil ich sonst zu viel schreiben muss. Und was ich damit meine ist, ich bilde die Ableitung der Funktion f multipliziert mit einer Konstanten. Dann kann ich die Konstante nach vorziehen, den Faktor. Dann ist das a mal f Strich. Zum Beispiel, wenn ich ableite 5 mal x Quadrat, dann ist das 5 mal dx Quadrat nach dx, also 5 mal 2 mal x, also 10 mal x. Faktorregel. Die Faktorregel sehen Sie, dass die gelten muss, das können Sie sich selber überlegen, aber wenn Sie dann einen Faktor vor dem f x plus Delta x haben und einen Faktor vor dem f von x, dann können Sie den Faktor natürlich herausziehen. Und deswegen gilt die Faktorregel. Die Summenregel sagt mir, dass ich die Ableitung von f plus g, also f ist eine Funktion, g ist eine Funktion, dass ich die Ableitung auf die beiden Terme verteilen kann. Ich kann das ersetzen durch f' plus g'. Was mache ich mit einem Produkt? Das ist die Ableitung von einem Produkt zweier Funktionen f und g ist gleich. Die eine Funktion abgeleitet mal der anderen unabgeleitet plus f mal g'. Also f mal g' ist gleich f' mal g plus f mal g'. Schauen wir uns an, warum das eigentlich so ist. Das folgt auch ganz einfach aus der Definition der Ableitung. Also was ist fg'? Das ist der Grenzwert Delta x gegen 0 von f an der Stelle x plus Delta x mal g an der Stelle x plus Delta x minus f von x mal g von x dividiert durch Delta x. So, wie können wir jetzt aus dem Ausdruck sehen, dass das gilt? Wir machen das so, wir versuchen es irgendwie zu trennen. Und ich mache das, indem ich hier dazu zähle oder abzähle f von x plus, also f von x mal g von x plus Delta x. Kann ich ja machen, weil ich das gleich wieder subtrahiere oder addiere. Dann bleibt mir noch, das ist f von x mal g von x übrig. Also was habe ich hier gemacht? Nur einen kleinen Trick. Ich habe f von x mal g von x plus Delta x davor subtrahiert und danach gleich wieder dazu addiert. Darf ich machen, das ändert den Gesamtausdruck nicht, weil ich das gleiche subtrahiere und addiere. Aber jetzt kann ich hier das g von x plus Delta x herausheben. Und das ist, dieses Delta x schreibe ich jetzt daher. Das ist der erste Term. Und dann hebe ich hier das f von x heraus. Dann habe ich hier ein f von x mal dem g von x plus Delta x minus g von x durch Delta x. So, was passiert denn jetzt, wenn ich hier Delta x gegen 0 gehen lasse? Dann wird aus dem Bruch hier die Ableitung nach x, Sie sehen, das ist genau die Definition des Differentialquotienten,
aus dem wird einfach g von x, weil wenn ich g von x plus Delta x, wenn ich da Delta x gegen 0 gehen lasse, dann wird daraus g von x. Aus dem Bruch hier wird aber die Ableitung von g nach x. Sehen Sie? Und das, mit dem passiert nichts. Also das ist dann f' mal g plus g plus f mal g'. Sie sehen, die Produktregel, die habe ich jetzt nicht mir aus den Fingern einfach gesaugt. Die fällt nicht vom Himmel, die folgt aus der Definition der Ableitung. Und so gilt das auch für die anderen Regeln, zum Beispiel auch für die Quotientregel. Das können Sie genauso machen, na genauso nicht, aber analog. Was mache ich mit einem Quotient? Was mache ich mit f durch g? Strich. Das können Sie sich auch überlegen, indem Sie so hin und her schaufeln mit den Termen. Machen Sie das vielleicht zu Hause, ist ganz instruktiv. Das ist g Quadrat mal f Strich g minus f g Strich. Ergibt sich aus ähnlichen Überlegungen. Jetzt noch zwei interessantere Regeln. Erstens die Kettenregel. Was ist die Kettenregel? Die Kettenregel wende ich an, wenn ich die Verkettung von zwei Funktionen, wenn ich davon die Ableitung bilden will. Zum Beispiel könnte ich vor dem Problem stehen, die Ableitung bilden zu müssen aus der Funktion f von x, oder schreiben wir das anders, y ist gleich Sinus von x². Jetzt können Sie diese Funktion hier betrachten als die Verkettung von zwei Funktionen, nämlich das Quadrat, und auf das wende ich dann den Sinus an. Ja, ich kann das auffassen als eine Verkettung von zwei Funktionen, g Ring f Strich, wobei die Funktion hier in diesem Beispiel ist das f von x, das x Quadrat, und damit es hier keine Verwirrung mit den Variablennamen gibt, sage ich, das ist Sinus von y. Sie sehen, diese Funktion Sinus von x Quadrat kann ich auffassen als davor Anwendung von x Quadrat auf das Argument und dann wende ich den Sinus auf das an, was bei der ersten Anwendung herausgekommen ist. Was ist denn jetzt die Ableitung ganz allgemein hingeschrieben von G Ring F? Das ist die Ableitung von G an der Stelle F von X mal die Ableitung von f an der Stelle x. Also Sie bilden davor die äußere Ableitung, multiplizieren das dann mit der inneren Ableitung, sagt man. Also vielleicht ist es deutlicher, warum das so heißt, wenn Sie g von f von x anschauen und das differenzieren wollen, dann ist es klarer, weil dann sehen Sie, warum das äußere Ableitung heißt. Und innere Ableitung. Die äußere Ableitung ist die Funktion, die Ableitung der Funktion, die außen steht, mal die Ableitung der Funktion, die innen steht. Vielleicht wird Ihnen das deutlicher, wenn wir uns das Beispiel hier anschauen. Was ist die Ableitung dieser Funktion hier? Was ist hier das dy dx? Äußere Ableitung. Also davor muss ich die äußere Funktion ableiten, das ist der Sinus. Sinus, die Ableitung vom Sinus ist der Cosinus. Ich lasse das Argument hier einfach stehen. Mal der Ableitung vom Argument, und das ist mal 2x. Also immer das Äußere davor und dann das Innere. Was ist die Ableitung von... Was ist, wenn y gleich
Der Logarithmus ist von x der dritten. Was ist hier die Ableitung davon? Wieder gehe ich analog vor. Ich bilde davor die äußere Ableitung. Die Ableitung vom Logarithmus, das ist 1 durch das Argument. Also habe ich hier 1 durch x der dritten. Und dann muss ich das multiplizieren mit der Ableitung des Arguments. Das Argument ist hier x der dritten, also x hoch 3. X hoch 3 abgeleitet ergibt 3 mal x Quadrat, also mal 3 mal x Quadrat, also 3 durch x. Das ist eigentlich recht einfach, die Anwendung der Kettenregel. Sie können sich auch die Kettenregel, warum die gilt, überlegen mit ganz ähnlichen Argumenten. So. Ja. Könnte man die Quotientenregel nicht auch mit der Produktregel herleiten? Also einfach mit dem Kern multiplizieren und wenn Sie das so machen, das ist einfacher als. Aha. Dann brauchen Sie sich das nicht zu merken. Aber dann müssen Sie wissen, okay, ja, die Kettenregel müssen Sie aber dann wissen, nicht? Ja, okay. Weil, was die Kollegin meint, ist, denke ich, Folgendes. Sie könnten hier die Quotientenregel sich überlegen anhand der Produktregel, nicht? Weil Sie schreiben das hin als f mal 1 durch g, oder? Und sagen, okay, das will ich jetzt ableiten. Jetzt betrachte ich das als Produkt von f mit 1 durch g. Jetzt verwende ich einfach die Produktregel. Die Produktregel sagt mir, dass das f' ist mal 1 durch g plus f mal 1 durch g'. So, aber was ist 1 durch g'? Um 1 durch g' zu ermitteln, brauche ich eigentlich schon die Kettenregel, weil ich betrachte das als eine Verkettung von Funktionen, nämlich davor die Berechnung der Funktion g und dann als zweite Funktion die Bildung des Kehrwerts. Also muss ich hier zunächst die äußere Ableitung bilden. Die äußere Ableitung von 1 durch x oder von 1 durch g, die ist minus 1 durch g Quadrat. Also kann ich hier das f, das lasse ich stehen. Ich kriege 1 durch g Quadrat mit einem Minus mal einem g Strich. Und jetzt bilde ich hier den gemeinsamen Nenner. Und der ist g Quadrat f Strich. Jetzt habe ich einen Bläschen gemacht, oder? Na, hier. G minus f g Strich, das ist dieses g hier. Und das g Quadrat bleibt mir natürlich übrig. Also Sie haben sich durch Verwendung der Kettenregel jetzt die Quotientenregel aus der Produktregel hergeleitet. Können Sie natürlich machen. Kann niemand verbieten. Es wird vielleicht auch noch etwas komplizierter. Könnten Sie sich wahrscheinlich auch die Produktregel aus der Quotientenregel überlegen, indem Sie das Produkt f mal g schreiben als f dividiert durch 1 durch g. Und wenn Sie auf das die Quotientenregel anwenden, denke ich, dann müsste die Produktregel herauskommen. Aber natürlich kein Vorteil. Aber was schon einen Vorteil bietet, ist die Umkehrregel. Umkehrregel, glaube ich, heißt die. Die ist nicht so trivial. Die Umkehrregel erlaubt mir Folgendes. Angenommen, Sie wissen, betrachten wir eine Funktion. F von x ist gleich Sinus von x. Angenommen, Sie kennen die Ableitung
einer Funktion, zum Beispiel vom Sinus. Wir wissen, dass die Ableitung vom Sinus der Cosinus ist. Angenommen, Sie wissen das. Können Sie daraus die Ableitung der Umkehrfunktion bestimmen? Also f hoch minus 1 Strich. Genügt die Information über die Ableitung der Funktion, um die Ableitung der Umkehrfunktion zu ermitteln? Und die Antwort ist ja. In dem Fall können Sie die Ableitung, Ihre Kenntnis der Ableitung der Sinusfunktion dazu verwenden, um die Ableitung der Umkehrfunktion vom Sinus, und das ist der Arcosinus, zu bestimmen. Also in dem Fall hier wäre f hoch minus 1 von x oder von y, wie Sie es schreiben wollen, ist ja wurscht, Arcosinus von x. Was ist die Ableitung vom Arcosinus? Das wollen wir uns jetzt überlegen. Und zwar wollen wir uns das ganz allgemein überlegen. Und wir tun das, indem wir die Kettenregel anwenden. Und wir wenden die Kettenregel an auf die Verknüpfung von f hoch minus 1 und f. Verkettung von f hoch minus 1 und f. Und das wollen wir jetzt ableiten. Wir nutzen jetzt aus, dass das gleich x ist. Nicht? Wenn ich die Funktion anwende und dann die Umkehrfunktion, dann bringt mich das wieder an dieselbe Stelle zurück. Erinnern Sie sich an die Definition der Umkehrfunktion. Das kehrt mir sozusagen die Beziehung zwischen x und y um. Wenn ich jetzt von x nach y gehe und dann von y wieder zurück, hier komme ich von x nach y, hier von y wieder zurück, dann bringt mich das an die gleiche Stelle wieder zurück. Und das habe ich jetzt hier einfach hingeschrieben, das ist die Definition, wenn Sie so wollen, der Umkehrfunktion. Und auf diese Verkettung wende ich jetzt die Kettenregel an. Ich differenziere jetzt das Ganze, links und rechts, und zwar nach x. Wenn ich das nach x ich führe eine Hilfsvariable ein, y, und die nenne ich, und das ist f angewendet auf x. Ich muss jetzt nämlich, um diese Ableitung zu bilden, lassen Sie mich das so hinschreiben. Ich leite jetzt beide Seiten ab und auf der linken Seite wende ich die Kettenregel an. Und die Kettenregel sagt mir, bilde davor die äußere Ableitung und dann multiplizierst du das mit der inneren Ableitung. Und die äußere Ableitung hier ist die Ableitung von f hoch minus 1. Und dann multipliziere ich das mit f'. Die Ableitung von der rechten Seite, was ist das? X abgeleitet nach x. Das ist 1, richtig? 1. Also habe ich jetzt schon eine Beziehung abgeleitet, die mir gefällt, weil ich hier dieses f hoch minus 1 Strich schreiben kann als 1 durch f Strich. Ich muss aber noch auf was aufpassen und das wird klarer, wenn ich das etwas anders hinschreibe. Oder wenn ich da noch was dazu schreibe. Das ist ja das f hoch minus 1 abgeleitet nach dem Argument an der Stelle f von x, weil das Argument der Funktion f hoch minus 1, lassen Sie mich das hierher hinschreiben, f hoch minus 1 f von x ist gleich x. Ich habe nur diese Zeile hier da noch einmal hergeschrieben. Sie sehen, das Argument vom f hoch minus 1, das ist das f von x, also das y. Also habe ich das blöd hingeschrieben. Hier wollte ich eigentlich ein y hinschreiben. Und das ist 1 durch f', aber an der Stelle x. Und das x, das mag ich jetzt eigentlich nicht. Das x mag ich nicht, weil ich ja das darstellen will als Funktion von y. Aber das x kann ich ganz leicht ersetzen durch die Umkehrfunktion angewandt auf y. Und das ist die Beziehung, die ich gesucht habe.
Das schaut jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert aus. Die Ableitung der... Ach, da habe ich einen Blödsinn gemacht. Jetzt habe ich sie komplett verwirrt, glaube ich. Ja? Ist es mir gelungen? Die Ableitung, ich mache es noch einmal mit der Schreibweise, vielleicht wird es dann klarer. Die Ableitung der Umkehrfunktion an der Stelle y ist gleich 1 durch die Ableitung der Funktion an der Stelle f hoch minus 1 von y. Ich schaue in ihre Gesichter und ich sehe, dass ich sie verwirrt habe. Schauen wir das noch einmal hin. F hoch minus 1 von f von x ist gleich x. Da sind wir alle einverstanden, oder? Jetzt leite ich das links und rechts ab. Und wenn ich das links und rechts ableite, dann muss ich links die Kettenregel anwenden. Und die Kettenregel sagt mir, leite die äußere Funktion nach ihrem Argument ab. Und dieses Argument, das haben wir jetzt y genannt. Ja? Hier, Sie sehen es da. Das Argument nenne ich y. Also ist das d hoch f hoch minus 1 nach dy mal der inneren Ableitung. Und das ist die Funktion, die Ableitung der Funktion f nach ihrem Argument. Und das ist das x. df nach dx. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich einen 1er. Weil x abgeleitet nach x ist 1. Also steht da, Ableitung von df nach dy ist gleich 1 durch die Ableitung von df nach dx. Jetzt ist aber dieses, möchte ich gern alles darstellen als Funktion von y. Und hier im Argument von df nach dx, oder ich kann das auch so hinschreiben, als f' von x, da habe ich noch ein x, das will ich aber nicht. Ich will links und rechts ein y stehen haben. Also ersetze ich dieses x, oder ich schreibe es nochmal hin, ich ersetze dieses x durch ein f hoch minus 1 von y. Ich kehre diese Beziehung einfach um und dann habe ich ein f hoch minus 1 von y. Klarer? Nicht so. Vielleicht müssen Sie in einer ruhigen Stunde zu Hause in sich gehen und sich das genau überlegen. Es ist wirklich nicht so kompliziert. Ich mache Ihnen jetzt, vielleicht hilft es, wenn ich noch ein Beispiel mache. Machen wir das Beispiel vom Arcosinus. Wie schaut es aus beim Arcosinus? Okay. F von x ist gleich Sinus von x. Einverstanden. Da f hoch minus 1, schauen wir das als Funktion von y hin, damit es hier keine weiteren Verwirrungen gibt. Arcosinus von y. Okay? So, jetzt wende ich einfach dieses ganze Zeug hier an. Schauen wir mal, was dabei passiert. Ich möchte gern wissen, was ist die Ableitung von f hoch minus 1 von y. Und diese Formel sagt mir, das ist 1 durch f Strich mal f hoch minus 1 von y. Jetzt wende ich einfach diese Formel an. Was ist das f Strich? Das f Strich ist der Cosinus. Also hier habe ich 1 durch Cosinus, und zwar hätte ich den Cosinus x. Aber das x mag ich nicht. Das x ersetze ich jetzt durch das y, und das y ist gleich dem Arcosinus. Der
a Cosinus von y. Nicht, wenn ich y gleich Sinus von x habe, dann ist x gleich der a Cosinus von y. Warum tue ich das? Warum tue ich mir das an? Ich tue das deshalb, weil ich hier ein y habe und auch hier ein y stehen haben mag. Und jetzt gehe ich her und verwandle den Cosinus in einen Sinus durch die Verwendung der Beziehungen, die wir gelernt haben. Dann habe ich hier ein Sinusquadrat vom Arcus Sinus von y. Ich sage einfach, der Cosinus ist die Wurzel aus 1 minus dem Sinusquadrat. Das habe ich hier verwendet. Ich weiß aber, dass der Sinus die Umkehrfunktion ist vom Arcosinus oder umgekehrt, das ist ja dasselbe. Also kann ich das, den Ausdruck hier ersetzen durch das y-Quadrat. Und das ist also 1 minus y-Quadrat. Was haben wir erreicht? Wir haben jetzt herausgefunden, dass die Ableitung des Arcosinus, schreibe ich Ihnen da noch einmal hin, dy vom Arcosinus von y ist gleich 1 durch Wurzel aus 1 minus y Quadrat. Wir haben uns mit Hilfe der Umkehrregel überlegt, was die Ableitung vom Arcosinus ist. Indem wir ausgenutzt haben, dass wir gewusst haben, was die Ableitung vom Sinus ist. Wenn wir die Ableitung der Funktion kennen, dann können wir auch die Ableitung der Umkehrfunktion bestimmen. Und zwar mit Hilfe dieser Formel hier. Und diese Formel haben wir gefunden durch Anwendung der Kettenregel. Durch Anwendung der Kettenregel auf die Verknüpfung, auf die Verkettung der Funktion mit ihrer Umkehrfunktion. Murmel, murmel. Also schauen Sie sich das in einer ruhigen Minute an und dann werden Sie das sicher verstehen. Eine Anwendung der Differentialgleichung, die Sie sicher kennen, wenn Sie in der Schule schon was gelernt haben über die Differentialgleichung, dann ist das die Bestimmung von Maxima und Minima von Funktionen. Stellen Sie sich vor, Sie haben so eine Funktion. Ja? Diese Funktion hier, die hat hier ein lokales Minimum, hier ein lokales Maximum. Ob die Funktion hier ein was sie sonst noch macht, weiß ich nicht, geht hier wieder rauf vielleicht. Diese Maxima, also ein lokales Maximum ist die Stelle, an der die Funktion größer ist als, also der Funktionswert größer ist als die Funktionswerte in der unmittelbaren Umgebung. Sie sehen hier, der Funktionswert an dieser Stelle ist größer als die Funktionswerte daneben. Wir sind hier auf dem Gipfel von einem Berg, wenn Sie so wollen. Das nennt man ein Maximum, das nennt man ein Minimum. Das nennt man ein lokales Minimum, weil es könnte irgendwo anders noch ein anderes Minimum geben, das hier unten ist, das wäre dann das globale Minimum. Hier ist es lokal ein Minimum, weil in dieser Umgebung diese Funktion kleiner ist als, oder Funktionswert kleiner ist als die Funktionswerte in der Nähe. Hier, das wäre ein globales Minimum, weil im gesamten Definitionsbereich der Funktion das der tiefste Punkt ist. Wie können wir diese Minima ermitteln? Ja? Sattelpunkte machen eigentlich dann Sinn, wenn man über mehrere Dimensionen spricht, weil dann sind das Punkte, wo die Funktion in einer Richtung ein Minimum hat und in einer anderen Richtung ein Maximum. Das wären dann Sattelpunkte. Aber um die wollen wir uns jetzt momentan nicht kümmern. Wie können wir diese Funktionen, diese Punkte finden? Wir können sie finden, indem wir verlangen, dass die Ableitung
der Funktion an diesen Stellen gleich 0 ist. Sie sehen dort, wo das Minimum erreicht wird und dort, wo das Maximum erreicht wird, dort ist die Funktion, dort hat die Funktion eine horizontale Tangente. Dort ist die Ableitung gleich 0. Weil da geht die Ableitung von einem negativen Wert zu einem positiven Wert über oder von einem positiven zu einem negativen Wert. Also Minima und Maxima zusammen heißen Extrema. Zum Beispiel könnten wir uns die Funktion x plus 1 zum Quadrat anschauen. Wo hat diese Funktion ein Minimum oder ein Maximum? Also f' von x ist 2 mal x plus 1. Und wir verlangen, dass das gleich 0 ist. Jetzt lösen wir diese Gleichung und finden, dass diese Gleichung nur eine Lösung hat. Ich kann durch 2 dividieren, dann steht hier x ist gleich minus 1. So, das ist die Lösung von dieser Gleichung. Wir haben herausgefunden, dass die Funktion an der Stelle x minus 1, x gleich minus 1, einen Extremwert hat. Wir wissen aber noch nicht, ob es ein Maximum oder ein Minimum ist. Wir wissen nur, dass die Funktion an dieser Stelle eine horizontale Tangente hat. Aber eine horizontale Tangente kann die Funktion hier haben oder hier haben. Das ist ein Minimum, das ist ein Maximum. Wie können wir Maxima und Minima voneinander unterscheiden? Zweite Ableitung. Wir bilden die zweite Ableitung. Warum bilden wir die zweite Ableitung? Wir wollen wissen, wie sich die Ableitung ändert, wenn ich durch den Nullpunkt gehe. Ja? Und die Änderung der Ableitung ist die zweite Ableitung. Hier, wenn wir durch den Nullpunkt, durch den Extremwert, wenn wir durch ein Minimum durchgehen, dann ist die Ableitung davor negativ und wird dann positiv. Also die Ableitung wird größer. Das ist dann der Fall, wenn die zweite Ableitung positiv ist. Nicht? Die zweite Ableitung sagt mir, wie schnell oder in welche Richtung ändert sich die erste Ableitung. Wenn die erste Ableitung größer wird, dann ist die zweite Ableitung positiv. Das heißt, dass zweite Ableitung größer als 0, das bedeutet, dass wir es mit einem Minimum zu tun haben. Wenn die zweite Ableitung hingegen kleiner ist als 0, dann gehen wir von einer positiven ersten Ableitung zu einer negativen Ableitung. Das charakteristisch natürlich für ein Maximum. Also wenn die zweite Ableitung kleiner ist als 0, dann haben wir ein Maximum. Was ist denn in dem Fall? Die zweite Ableitung für unser Beispiel hier ist die zweite Ableitung gleich 2. Nicht? Weil 2 mal x abgeleitet ergibt 2. Das ist eine Konstante und zwar eine positive Konstante. Das heißt, wir haben es zu tun mit einem Minimum. Tatsächlich schaut die Funktion, ist das eine Parabel? Ist das eine Parabel, die, jetzt habe ich es blöd gezeichnet, das ist eine Parabel, die verschoben ist, nicht? Die nicht durch den Ursprung, nicht im Ursprung ihren Scheitelpunkt hat, sondern an der Stelle x minus 1 daneben. Diese Funktion hat ganz klar, wenn Sie sie aufzeichnen, sehen Sie, dass das stimmt. Sie hat ein Minimum und die zweite Ableitung ist sogar konstant. Das ist eine praktische Anwendung von der Differentialrechnung. Das Ganze läuft auch unter dem Namen Kurvendiskussion. Aber das Auffinden von Minima, das ist eine sehr wichtige Aufgabe. So, jetzt haben wir gelernt, wie wir Kurven ableiten können, die gegeben sind in expliziter Form. Wir wissen aber, dass wir Funktionen auch darstellen können in Parameterform und in impliziter Form. Schauen wir uns an, wie wir Funktionen ableiten können, die in Parameterform gegeben sind. Typisches Beispiel, wir haben die x-Koordinate und die y-Koordinate eines Punktes gegeben als Funktion der Zeit. Jetzt führt dieser Punkt eine Bewegung durch,
zum Beispiel eine Kreisbewegung, aber muss keine Kreisbewegung sein. Also x und y, ups, die ändern sich als Funktion der Zeit. Und stellen mir dadurch eine Beziehung her zwischen y und x. Ja, wenn ich das in die y-x-y-Ebene einzeichne, dann kriege ich hier eine Kurve. Und ich, zum Beispiel dieses Stück hier, und ich möchte gerne jetzt die Ableitung dieser Kurve, also die Steigung der Tangente, bestimmen anhand der Funktion, die in Parameterform gegeben ist. Also was ich wissen will, ist dy dx in diesem Fall. Und jetzt tue ich was, was eigentlich illegal ist, aber Sie verzeihen es, hoffe ich. Ich multipliziere und dividiere durch dt. Jetzt streng genommen ist das nicht erlaubt, weil das Delta, das dt ist ja eigentlich keine Zahl. Es ist ja, das Ganze hat ja nur Sinn als Ergebnis eines Grenzwerts, den ich durchgeführt habe. Aber wenn Sie sich vorstellen, woher dieser Grenzwert kommt, dann ist dieses dt, das ich da habe, das ist ja ein kleiner Abschnitt auf der t-Achse. Ich meine, diese ganze Schreibweise mit dem dy und dx, wenn Sie sich überlegen, woher das kommt, das dy und dx, das ist ja nichts anderes als das dy, Delta y, Delta x, also kleine Abschnitte auf der y und ein kleiner Abschnitt auf der x-Achse, die ich durcheinander dividiere. Ja, und dann führe ich halt diesen Grenzwert durch. Aber dieses d hier, das ist wirklich eine Differenz. Das ist einfach ein sehr, sehr kleiner Abschnitt. Und jetzt dividiere ich einfach oben und unten, etwas salopp natürlich mathematisch, mit diesem Delta t. Und dann sehe ich, dass das dy nach dx einfach das dy nach dt ist, dividiert durch das dx nach dt abgeleitet. Ich kann die Ableitung nach der Zeit, die schreibe ich auch üblicherweise als ein x-Punkt. Das heißt, das werden Sie auch in der Mathematik, in der Mechanik viel verwenden, dass dieser Punkt hier heißt die zeitliche Ableitung von x. Ein Punkt oben bedeutet Ableitung nach der Zeit. Diese Schreibweise geht auf Isaac Newton zurück. Diese Schreibweise geht auf Leibniz zurück. Da gab es diesen Prioritätenstreit über die Differentialgleichung zwischen Leibniz und Newton. Durchgesetzt hat sich die Schreibweise von Leibniz nur in der Mechanik. Da werden zeitliche Ableitungen noch mit einem Punkt bezeichnet. Also Sie können das auch schreiben als y-Punkt durch x-Punkt. Schauen wir, was das ergibt, ob das funktioniert im Falle der Kreisbewegung. Oder machen wir es davor noch allgemein? Für Polarkoordinaten. Ja. Ich kann ja eine Funktion angeben in Polarkoordinaten. Kann ich für jeden Winkel Phi angeben, was das für ein R ist. Ja. Und jetzt kann ich umrechnen in X, das ist R mal Phi mal dem Cosinus Phi, und Y von Phi ist gleich R von Phi Sinus von Phi. Und jetzt schaue ich mir das Ganze an für die Kreisbewegung. Für die Kreisbewegung gilt R von Phi ist gleich konstant, nicht? Wenn ich R konstant halte und Phi von 0 bis 2pi ändere, dann beschreibt mir dieser Punkt einen Kreis mit Radius R um den Ursprung. Jetzt wende ich diese Regel, die ich mir da abgeleitet habe, auf diese Bewegung an, und zwar auf die Kreisbewegung. Für die Kreisbewegung schreibe ich hin, x von Phi ist gleich R mal Cosinus Phi, y von Phi ist gleich R mal Sinus Phi. Und jetzt will ich mir ausrechnen, was das dy dx ist.
Nur, dass ich jetzt kein T habe, sondern statt dem T ein Phi. Ja? Jetzt, dass dieser Ausdruck sagt mir, leite davor Y nach Phi ab. Unser T heißt jetzt Phi. Y nach Phi, das ergibt mir R mal Cosinus Phi. Dividiert durch x abgeleitet nach Phi und das ist das R mal Sinus Phi. Minus Sinus Phi. Das kann ich jetzt wieder ausdrücken durch x und y. Sie sehen, das ergibt dann minus x durch y. Jetzt schauen wir uns an, ob das stimmt. Dy dx, was erwarten wir eigentlich für die Ableitung hier auf der Kreisbahn? Wir erwarten, dass die Ableitung, wenn wir hier in der Nähe von Phi gleich 0 sind, dann muss die Ableitung sehr, sehr groß sein. Das heißt, der Betrag sehr, sehr stark negativ, weil ich hier an dieser Stelle zum Beispiel, ist das meine Tangente. Sehr, sehr stark negativ. Und das passiert auch hier nicht. Ich habe hier das negative Vorzeichen. Das macht mir die Ableitung negativ. Und das y ist eine sehr kleine Zahl, das x ist ungefähr 1. Also habe ich 1 durch eine sehr kleine Zahl, ist eine sehr große Zahl. Mit dem Minusvorzeichen hier wird es eine sehr stark negative Zahl. Wenn ich dann weiter drehe, irgendwann wird die Tangente horizontal. Und das sehen Sie hier an dem x, weil dieses x wird dann 0. Nicht hier oben am Scheitelpunkt. Am Scheitelpunkt ist x gleich 0 und y ungefähr gleich 1. Kriege ich also 0 heraus. Also es passt. Was wir auch differenzieren können, das sind Vektoren. Wir können auch Vektoren ganz einfach differenzieren, weil, und das benötigen, ja? Ich habe ja. Das ist deshalb Minus, weil ich hier für den Nenner habe ich das dx nach d phi differenziert. Dx nach d phi ist r, das ist eine Konstante, mal die Ableitung vom Cosinus phi und die Ableitung vom Cosinus phi ist minus Sinus phi. Also steht hier minus Sinus phi und dann habe ich das einfach hier eingesetzt. Das hier ist die Ableitung vom y und das hier inklusive mit dem Minuszeichen ist die Ableitung von x. Da kommt das Minus her. Ich muss natürlich Vektoren auch ableiten können, und zwar nach der Zeit. Nicht? Wenn ich eine Bewegung ist eine gerichtete Größe. Aber wenn ich jetzt von hier nach hier gehe und die Geschwindigkeit bestimmen will, dann hat auch die Geschwindigkeit eine Richtung. Ob ich was in diese Richtung werfe oder in diese Richtung werfe, spielt natürlich eine Rolle, das ist nicht dasselbe. Also muss die Geschwindigkeit auch ein Vektor sein. Wenn ich den Ort gegeben habe als Funktion der Zeit, ja, zum Beispiel in einem zweidimensionalen Koordinatensystem, Ort als Funktion der Zeit, dann ist das vielleicht der Ort zum Zeitpunkt T1, das ist der Ort zum Zeitpunkt T2 und das ist der Ort zum Zeitpunkt T3. Jetzt der R ist der Vektor, der die X- und die Y-Koordinate dieses Punktes enthält zu einem bestimmten Zeitpunkt T. Der Ort ändert sich aber. Jetzt kann ich mir eine Geschwindigkeit definieren, indem ich den Grenzwert betrachte, Limes von Delta T gegen 0, von x T plus Delta T minus x von T durch Delta T. Also das wird die Geschwindigkeit in x-Richtung. Y T plus Delta T minus y von T durch Delta T. Und z von t plus Delta t minus
z von t durch Delta t. Diesen Grenzwert, den kann ich natürlich Komponente für Komponente bilden. Und das ergibt mir den Geschwindigkeitsvektor. Ich schreibe auch hin dr dt. Also die Ableitung eines Vektors, den ich als Funktion der Zeit auffasse, nach der Zeit, ist die Ableitung der einzelnen Komponenten. Sie können sich das auch vorstellen, indem Sie hier einfach eine Zeit wählen, ja, die Zeit t, und dann eine kurze Zeit t plus Delta t später. Dann bilden Sie den Differenzenvektor zwischen diesen beiden Punkten, zum Zeitpunkt t und zum Zeitpunkt Delta t später. Und diesen Vektor dividieren Sie dann noch durch das Delta t. Aber das ist ein Vektor, der tangential zu dieser Bahnkurve steht. Er zeigt ihn immer in Richtung der Bahn. Also das hier ist die Definition der Geschwindigkeit. Ist einfach der Ort abgeleitet nach der Zeit. Machen wir ein Beispiel, gehen wir wieder zur Kreisbewegung. Nicht? Wir haben ja schon einmal, glaube ich, hingeschrieben, dass die jetzt, machen wir es in zwei Dimensionen. Die Kreisbewegung schaut so aus in zwei Dimensionen. Das ist R mal dem Cosinus Omega t und R mal Sinus Omega t. Das ist die X-Komponente und das ist die Y-Komponente der Drehbewegung. Was passiert denn jetzt? Wie leite ich das jetzt ab? Ich will gerne die Geschwindigkeit bestimmen. Die Geschwindigkeit ist natürlich wieder eine Funktion der Zeit im Allgemeinen. Und ich erhalte die Geschwindigkeit, indem ich jetzt die X-Komponente nach t differenziere und dann noch die Y-Komponente nach t differenziere. R ist eine Konstante. Die Ableitung vom Cosinus ist der Sinus, aber mit einem negativen Vorzeichen, mache ich hierher. Sinus Omega t, aber dann habe ich hier noch die innere Ableitung. Ergibt mir noch ein Omega. Und hier ganz analog ergibt es R Omega mal Cosinus Omega t. Sie können, wenn Sie wollen, jetzt das Skalarprodukt zwischen dem Ortsvektor und dem Geschwindigkeitsvektor ausrechnen. Sie sehen, das ergibt minus R Omega mal R mal Cosinus mal Sinus und unten gibt es plus R Omega mal R mal Sinus mal Cosinus. Also ist es 0, das Skalarprodukt von R von t mal V von t ist gleich 0. Was bedeutet, dass für die Kreisbewegung der Geschwindigkeitsvektor normal steht auf dem Ortsvektor. Ist auch was wir erwarten, nicht? Das ist der Geschwindigkeitsvektor und das hier ist der Ortsvektor für die Kreisbewegung. Der Geschwindigkeitsvektor zeigt immer in Richtung der Kreisbahn und der Ortsvektor ist natürlich orthogonal dazu. Das sehen Sie hier ganz automatisch aus dieser Rechnung. Sie können auch die zweite Ableitung, Sie können ja den Geschwindigkeitsvektor noch einmal ableiten. Und wenn Sie das tun, wenn Sie die Ableitung der Geschwindigkeit bilden, also dv nach dt, dann erhalten Sie nichts anderes als die Beschleunigung. Die Beschleunigung sagt mir, wie schnell sich die Geschwindigkeit ändert. Und die Beschleunigung, also Sie werden sagen, das ist eine gleichförmige Kreisbewegung, die ich da habe, die ich durch diesen Vektor hier beschreibe, da gibt es ja keine Beschleunigung. Aber die Beschleunigung gibt es sehr wohl. Denn was sich ändert am Geschwindigkeitsvektor, ist seine Richtung. Auch bei der gleichförmigen Kreisbewegung, auch die ist eine beschleunigte Bewegung, weil sich die Richtung des Geschwindigkeitsvektors ständig ändert, auch wenn sich sein Betrag nicht ändert. So machen wir das jetzt einfach ganz mechanisch. Wir leiten das jetzt noch einmal nach d ab und da kriegen wir ein minus r noch ein Omega, gibt ein Omega Quadrat mal Cosinus Omega t und ein minus r Omega Quadrat mal dem Sinus von Omega t. So, das können wir aber auch schreiben als minus R
oder minus Omega Quadrat mal R. Sie sehen, dass der Beschleunigungsvektor, das ist ein Vektor, der zeigt in entgegengesetzter Richtung zum Ortsvektor, ist ein Vektor, der hier so herein zeigt. Also das ist sozusagen die Zentripetalkraft, die mir den Punkt auf der Kreisbahn hält. Ja, da gab es eine Frage. Ja. Es ist die V durch die Tendenzial auf die Erdstelle. Eigentlich habe ich schon ein V gemeint, aber es war etwas undeutlich geschrieben. Danke. So. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Nicht mehr viel, aber. Ja. Bei Y, T, fehlt ein T? Ja, ja, natürlich. Ganz recht. Hier fehlt natürlich ein T. Ein T. Was ich jetzt noch kurz mit Ihnen besprechen möchte, das ist die partielle Ableitung. Kommen wir vielleicht nicht ganz hin, aber ich will gerne damit anfangen. Was ist die partielle Ableitung? Bevor wir besprechen, was die partielle Ableitung ist, muss ich Ihnen sagen, was wir unter einer Funktion von mehreren Variablen betrachten, verstehen. Also wir können Funktionen nicht nur als Funktion von einer Variablen betrachten, sondern auch als Funktion von zwei Variablen. Oder drei oder vier oder 100. Ja, wir können Funktionen von vielen Variablen uns anschauen. Was meinen wir damit? Wir meinen damit, dass die Funktion f nicht nur von einer Variable x abhängt, sondern auch von einer zweiten Variable y. Nicht? Zum Beispiel könnten wir mit Hilfe von, also in Abhängigkeit des Ortes, die Höhe über dem Meeresspiegel auftragen. Ja, das wäre ein Beispiel für eine Funktion von zwei Variablen. Wir können eine Funktion von zwei Variablen natürlich auch grafisch darstellen. Dazu brauchen wir dann eine weitere Dimension, wenn wir für jeden Punkt x, y auf der z-Achse den Wert f von x, y auftragen, dann erhalten wir eine Fläche. Ich trage einfach für jeden Punkt in der x, y-Ebene, da mache ich einen Punkt, der ist um diese Distanz weit oben. Und wenn ich das für viele Punkte mache, dann kriege ich eine Fläche. Ich zeichne jetzt nur ein Stück der Fläche. Diese Fläche kann natürlich gekrümmt sein. Ja. Also das wäre die grafische Darstellung einer Fläche, einer Funktion von zwei Variablen, die dem Funktionsgraphen einer Funktion in einer Variable entspricht. Sie erinnern sich, in einer Variable tragen wir zu jedem Punkt x den entsprechenden Punkt f von x auf der y-Achse auf. Und wenn wir das für viele Punkte x machen, erhalten wir eine Linie in zwei Dimensionen. Wenn wir das in zwei Dimensionen tun, erhalten wir keine Linie, sondern eine Fläche. Das wäre der Funktionsgraph für eine Funktion von zwei Variablen. Wir können auch eine Funktion von zwei Variablen hinschreiben. Als Beispiel. Zum Beispiel die Funktion von x, y ist gleich x mal y Quadrat. Für jeden Wert von x und für jeden Wert von y hat die Funktion einen bestimmten Wert, der gegeben ist durch x mal y Quadrat. Könnte genauso sein x Quadrat plus 3y. Irgendeine Kombination von x und y oder der Sinus, ja, von x und y. Statt f von x, y könnte man quasi z schreiben. Sie könnten auch, so wie wir hingeschrieben haben, y ist gleich eine Funktion von x, könnte man hinschreiben, z ist gleich eine Funktion von x und y.
Ja, besonders wenn wir die Funktion da grafisch darstellen wollen, brauchen wir eine zusätzliche Dimension. Und das ist die Z-Achse. So, jetzt können wir aber auch für eine Funktion von mehreren Variablen Ableitungen bilden. Wir machen das für die X- und für die Y-Richtung separat. Wir definieren uns eine Ableitung der Funktion nach X, und damit wir es nicht verwechseln mit der üblichen Ableitung, schreiben wir das mit so Kringeln, mit so kringelartigen Ds. Ups. Ja. Das ist das Differenziationszeichen, das D für eine partielle Ableitung. Die heißt partiell, weil ich jetzt nur in einer Variablenrichtung ableite. Definiert mathematisch ist das als der Grenzwert Delta x gegen 0 von f von x plus Delta x y minus f von x y dividiert durch Delta x. Sie sehen, was ich hier habe, ist, ich habe das y nicht verändert. Ich halte das y fest und ändere nur das x von x plus Delta x nach x. Also ich stelle mir vor, ich gehe in die x-Richtung und lasse die y-Richtung unverändert. Das y betrachte ich wie eine Konstante. Dasselbe kann ich natürlich auch für das y machen. Das ist der Limes von Delta y gegen 0. Und zwar von f von x, jetzt lasse ich das x unverändert. Und verändere nur das y. Also das ist die Ableitung der Funktion in x-Richtung. Grafisch können Sie sich das auch leicht überlegen. Für das df in dx, nach dx, gehe ich in diese Richtung. Jetzt gehe ich rauf zur Funktion. Ja, dann ist das die Tangente, das ist ein bisschen blöd gezeichnet, das ist die Tangente an den Funktionsgraphen, an diese Fläche in x-Richtung, die Steigung davon. Wenn ich das Ganze in y-Richtung mache, kriege ich natürlich im Allgemeinen eine andere Steigung, wenn ich die Tangente in y-Richtung an die Funktion, an den Funktionsgraphen ablege. Also rein von der Definition her ist die partielle Ableitung nach x eine Ableitung, die ich erhalte, wenn ich y festhalte und x verändere. Und die Ableitung nach y ist die Ableitung der Funktion, die ich erhalte, wenn ich y verändere, aber x festhalte. Und genauso funktionieren auch die Differenziationsregeln. Und davon werde ich Ihnen morgen was erzählen. Danke.